Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Tricks Masters. Mein Name ist Tricks Monster und heute zocken wir nach langer Zeit mal wieder Beyond Two Souls. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal waren. Echt nicht. Ich glaube, der letzte Part war dieser Mega-Part in der Wüste und ich hoffe, dass die Fans nicht mehr so lange sind. Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Kannst du was sehen, Aiden? Ah. Ja, ich sehe sogar sehr viel. Nur es klappt schon wieder nicht. Ah! Ah! Okay, jetzt. Hui! Das ist echt total schön. Mach's auf. Ah, wie ist das? Jody. Alles okay? Ich hab die Vergangenheit gesehen! Ja. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Oh, oh. Laura. Oh, oh nein. Oh, Nathan. Nein, das war deine Tochter. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan! Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Nein. Ja. Oh. Ich bin gleich wieder da. Ich auch. Okay, nicht Spaß. Zack. Teil hier absetzen. So. Aufstehen. Was macht man denn hier so? Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Ja. Er versucht gerade Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen, du weißt, wie er ist. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Okay. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin, er kommt gleich wieder. Ich will mich da hinsetzen. Zack. Okay, nein, ist langweilig. Ich muss ja noch weiter voll quatschen. Ich muss sie noch ein bisschen nerven. Ich habe so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich habe auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Ständig dieser Cafeteria-Fraß. Ja, der geht mir auch auf den Sack. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Mal ausspannen hier, ne? Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Er hat gezögert. Er wollte nicht. Guter Nathan. Guter. Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Vater. Nein, ich will nicht. Ich will nicht.
Ich will noch ein bisschen an einem Laborzeug rumfummeln. Reden die da draußen noch irgendwas? Okay, nein. Ja, einfach mal rausgehen, ne? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency. Hallo. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Nein. Heute. Nein. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Ich bitte dich, Mason. Bitte, lass sie mich nicht wegbringen. Es ist schwierig, aber du musst es verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Oh, und das war's, ja? Oh. Du machst die Pläne und ich mache hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Wütend. Jody, stopp, und zwar sofort. Oh. Schade. Ich bin nie. Du hast für mich. Ich hol schnell mein Zeug. Wow. Goodbye, Cole. Goodbye, Nathan. Nur das Nötigste. Ja. Alles andere ist in Camp Perry. Das Nötigste. Oh. Es bringt aber jetzt nicht zu weinen. Du weißt, es muss so kommen. Du weißt es. Teddy, wo bist du? Mein Teddy. Mein Teddy. Den da. Genau den da. Den mitnehmen. Ja. Ein Kleiderschrank, habe ich da noch irgendwas? Ja, das kommt auch mit. Ja. Sonst noch irgendwas? Irgendwelche Drogen? Nee, so könnte ich doch gar nicht. Mein Toilettenpapier. Ich brauche das Toilettenpapier! Das ist das Nötigste. Was kann ich denn noch mitnehmen hier? Ja, wenn du heulst, kann ich die deine Tasche auch nicht packen, Jody. Hör auf zu flennen. Deal with it. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin ja bei dir. Erstmal hinsetzen. Kurz nachdenken. Was zur Hölle geht hier gerade ab? So ein Penner von der CIA will mich mitnehmen und mich meinem Stiefvater und seinem schwulen Assistenten wegnehmen.
Oder die sind ja nicht schwul, aber sozusagen kann man das als zwei Väter sehen, also sind die schwul. Ja, und ich muss jetzt zu einem CIA-Typen und das ist alles ziemlich verzweifelt und ich glaube, ich stehe jetzt auf und pack meine Tasche weiter. Hör auf zu flennen. Stufe, irgendwas Tolles, Interessantes. Kann ich den Fernseher mitnehmen? Schade. Auch in die Zeichnung von Aiden. Bams, Digga. Sind wir aber fertig. Leute, noch ein Blick zurück. Lebt wohl, geliebtes Zuhause. Tschüss, Zelle. Ich hab dich immer lieb gehabt. Nicht. Man kann zwar nicht sehen, wie ich winke, aber ich winke. Ja. Umarm ihn schon. Du wirst mir ja so sehr Prinzessin. Genau. Nicole, der hat doch dir nie was Böses getan. Der hat doch immer nur dein Gutes gewollt. Naja. Suchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Komm schon, einmal drücken. Einmal drücken. Bisschen. Genau. Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Boah, halt die Schnauze. Das heißt, Abschied nehmen. Warum bin ich gerade selber traurig? Ah. So Leute, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang und ich hoffe, es ist auch nicht zu kurz, genau an diesem Grad, wo es euch unterhält. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Achtet nicht gut, machtet besser. Und bleibt gesund, grüßt eure Freunde, empfehlt uns weiter, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und... See you later, attentator.